ich bin arbeitssuchend, daher lese ich Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörungen von Schattauer. Ich bin angekommen im Kapitel 2. Das Kapitel ist geschrieben worden von Michael H. Stone, Mushy Michael von der Park Avenue, New York. Die genaue Adresse habe ich schon vorher gesagt. Es geht um Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörungen. Ich habe ein Problem damit, wenn Psychiater den Begriff Epidemiologie im Zusammenhang mit psychischen Krankheiten verwenden. Und ich habe ein Problem damit, wenn Mushy Michael über Psychopathie publiziert. Ist in der Vergangenheit auch schon deutlich geworden, zu meiner Entlastung, ich sage das jedes Mal, Psychopathie ist keine Krankheit, die ist auch nicht aufgeführt im dafür maßgeblichen Manual, das ist das hier, das ist das diagnostische und statistische Manual psychischer Störungen DSM-5 in der aktuellen deutschen Übersetzung von Rohgräfe, die ist aus dem Jahr 2015, so alt ist die noch nicht so. Ich bin angekommen bei maligner Narzissmus und sanktionierter Sadismus. Das ist ein Abschnitt im Abschnitt Psychopathie. Und dann geht es weiter mit dem Abschnitt antisoziales Verhalten und sadistische Persönlichkeit. Und dann kommt das Fazit und dann ist dieser Artikel beendet. So, ich stelle die Eieruhr auf 30 Minuten, damit das Ganze hier nicht zu lange dauert. Und dann geht's los. Ich habe schon was in dem Kapitel gelesen. Es gibt andere politische Fanatiker vom malignen narzisstischen Typus, deren Sadismus nicht gebremst wird von Mitgefühl solchen Menschen gegenüber, die nicht den Okay. Als letztes ging es um den Serben Dr. Radovan Karadzic, der für den Genozid in Bosnien in den 1990er Jahren verantwortlich war. Und dann, es gibt andere politische Fanatiker, bezieht sich auf solche Leute. Ich nehme mal gerade einen Schluck Bier mit Wasser und Eis. Es gibt andere politische Fanatik vom malignen narzisstischen Typus, deren Sadismus nicht gebremst wird von Mitgefühl solchen Menschen gegenüber, die nicht zu den eigenen Feinden zählen. Die kroatische Schriftstellerin Slavenka Drakulic schreibt über den jugoslawischen Führer der Post-Tito-Ära, Slobodan. Milosevic, der für den Genozid in Bosnien verantwortlich ist. Es ist ein kleiner, zorniger, autistischer Mann. Das Leiden anderer bedeutet für Milosevic nichts. Er ist zu keiner Empathie fähig. Das war gerade ein Zitat. Er ist ein kleiner, zorniger, autistischer Mann. Das Leiden anderer bedeutet für Milosevic nichts. Er ist zu keiner Empathie fähig. Ganz offenkundig hatte Milosevic keinerlei warmherzige Gefühle, ausgenommen für seine Ehefrau. Neben der vergleichsweise kleinen Anzahl an Männern und einigen Frauen, die staatlich sanktionierte Akte von Sadismus begehen, wobei es sich bei diesen Staaten in der Regel um totalitäre oder religiös fundamentalistische Gebilde handelt, gibt es die sehr viel größere Gruppe der Gefängnisaufseher, Lagerwachen und anderer billiger Vollstrecker, die vom Staat autorisiert sind.
Die designierten Opfer jedweder Form von Einkerkerung, institutionalisierter Vergewaltigung oder Folter zu unterwerfen, mit denen ihr Vergehen geahndet werden sollen. Einige bringen bereits eine sadistische Ader mit, wenn sie in diese Position kommen. Bei der Mehrheit handelt es sich jedoch um normal anmutende Persönlichkeitsstrukturen, die sich gleichwohl mit ihren Aufgaben anfreunden, sobald der entsprechende Befehl erteilt ist. Beispiele gibt es viele. Neben den zahlreichen am Holocaust Beteiligten waren dies die Aufseher, Soldaten und Schergen in Argentinien unter Perón, Kambodscha unter Pol Pot, China unter Mao, Japan während des Massakers von Nanking 1937, Rumänien unter Ceausescu, Russland unter Stalin, Türkei unter Enver Pascha, sowie in der jüngeren Vergangenheit die Taten der iranischen Revolutionsgarden im Teheraner Evin-Gefängnis. Das ist dokumentiert in den Werken von Marina Nemeth und Hale Esfaran Diyara. Wahrscheinlich nur beispielhaft sind die beiden genannt. Es ist auch wieder nur von Männern die Rede, das ist typisch für Mushin Meinke. Diese Männer haben Verbrechen eines solch unvorstellbaren Ausmaßes befehligt oder selbst begangen, dass unsere diagnostischen Kriterienkataloge sich harmlos dagegen ausnehmen. In weniger großem Maßstab treffen wir auf maligne Narzissten in unserer therapeutischen Praxis. Oft geht es dann um Kindesmissbrauch, körperliche Misshandlung von Ehefrauen oder hochgradig umstrittene Sorgerechtsfälle. Wobei hier der maligne Narzissmus auf Seiten der Frauen und nicht der Männer liegen kann. Ich kenne auch Männer, die in der Ehe von Frauen so dermaßen misshandelt werden, das kann man sich gar nicht vorstellen. In mehreren Sorgerechtsstreitigkeiten, zu denen ich hinzugezogen wurde, hatte ein wohlhabender Vater eines seiner Kinder sexuell missbraucht. Das Sorgerecht mit Hilfe von Verleumdungen der Mutter als paranoid oder borderline trotzdem erhalten und dadurch die öffentliche Schmach als Kinder, um dadurch die öffentliche Schmach als Kinderschänder zu verhindern gewusst. Diese Männer galten in allen Fällen als Stützen der Gemeinschaft und rechtschaffene Bürger. Ihr maligner Narzissmus blieb allen, die sie kannten, verborgen, mit Ausnahme derjenigen, die die Mütter vertraten. An der Stelle, wenn man als Mann vor Gericht steht, das ist jetzt nicht, weil es mir passiert ist, sondern weil ich es mitbekommen habe, dann muss man damit rechnen, das Gutachter zu schreiben. Die haben klare Rollenklischees und Rollenbilder. Die spiegeln sich in den Gutachten wieder. Das stört mich auch so an der Scheiße, die hier geschrieben wird. Diese Beispiele für politisch sanktionierten Sadismus sowie den eher verborgenen Sadismus mancher maligner Narzissten, die Machtpositionen innehaben oder ein hohes öffentliches Ansehen genießen, repräsentieren nur einen kleinen Bereich im gesamten Spektrum des Sadismus. Es gibt viele Sadisten, in Klammern überwiegend Männer, ich sagte wirklich nichts mehr zu, die in Friedenszeiten und über lange Zeit hinweg ein ehrbares Leben führen. Der Schutz bietet vor einem Sadismus von ganz ungeheuerlichen Ausmaßen. Nicht alle diese Männer sind Psychopathen. Und bei nicht allen würde eine antisoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden. Wenn allerdings ihre sadistischen Verbrechen ans Tageslicht kommen, wird deutlich,
dass ein unverkennbar antisozialer Wesenszug am Werk war. In manchen Fällen ist es der Gebrauch von Alkohol oder illegalen bewusstseinserweiternden Drogen, der zu Sadismus führt oder ihn verschärft. So, ich bin damit angekommen im Abschnitt 2.5. Antisoziales Verhalten und sadistische Persönlichkeiten. Oberthema ist Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörung. Ich habe nach wie vor ein Problem damit, wenn Psychiater den Begriff Epidemiologie verwenden. Antisoziales Verhalten und sadistische Persönlichkeit. Das Wesen der sadistischen Persönlichkeitsstörung, wie sie im Anhang des DSM-3 beschrieben wurde, besteht darin, dass es Lust bereitet, anderen Menschen Leid zuzufügen. Die Betonung liegt hier auf körperlichem Leid, nicht nur auf den psychischen Unannehmlichkeiten, die mit Diebstahl oder Vandalismus einhergehen. Ich würde unter Leid aber auch den extremen emotionalen Schmerz verstehen, der entsteht, wenn ein geliebter Mensch entführt wird, auch wenn kein direkter körperlicher Schmerz zugefügt wird. Die sadistische Persönlichkeitsstörung wurde unter anderem aus dem Diagnosekatalog herausgenommen, weil auf frauenrechtlicher Seite befürchtet wurde, die Diagnose könne Ehemänner, die ihre Frauen körperlich misshandeln, vor Gericht als Entschuldigung dienen. Sadisten leiden natürlich nicht an einer sadistischen Persönlichkeitsstörung. Es sind ihre Opfer, die leiden. Trotz der Streichung bleibt die sadistische Persönlichkeitsstörung jedoch ein wichtiger Bestandteil im breiten Spektrum antisozialer Verhaltensweisen. Eine sadistische Persönlichkeitsstörung kann sich in verschiedenen Subtypen manifestieren, in Kombination mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung oder Psychopathie. Ich sage es nochmal, Psychopathie ist keine Krankheit. Ich weiß nicht, warum er so gerne davon schreibt. Als Störungsbild, dem ein primär sexuelles Motiv oder aber vernichtender Hass zugrunde liegt. Eine sadistische Persönlichkeitsstörung kann sich in verschiedenen Subtypen manifestieren, in Kombination mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung oder Psychopathie als Störungsbild, dem ein primär sexuelles Motiv oder aber vernichtender Hass zugrunde liegt. Fallbeispiel. Sadistische Persönlichkeitsstörung bei einem Mann mit antisozialer Persönlichkeitsstörung und Drogenkonsum. Die Taten, die Josh
Komisarjewski und seinem Komplizen zur Last gelegt wurden, begannen mit einem bewaffneten Raubüberfall, dem der Einbruch in ein Haus und die Vergewaltigung von drei Frauen, Klammern Ehefrau und zwei Töchter, folgte. Er endete mit der Ermordung der Frauen und dem versuchten Mord am Ehemann sowie Brandstiftung zum Zwecke der Vernichtung von Beweismaterial. In seiner Jugend gingen zahlreiche Diebstähle und Raubüberfälle auf das Konto von Komisarjewski, der damit seine Kokain- und Methamphetaminsucht finanzierte, wobei letztere seine bereits ausgeprägten antisozialen Persönlichkeitszüge noch verstärkte und einen Teufelskreis in Gang setzte. Der Sadismus in diesem Fall bezieht sich auf das unvorstellbare Leid eines Vaters, der mit ansehen muss, wie seine Frau und seine Töchter vergewaltigt und ermordet werden und der den Versuch des Täters, auch ihn zu töten, überlebt. Fallbeispiel: Sadistische Persönlichkeitsstörung bei einem Psychopathen. Bei Dale Pia begannen sich die Merkmale seiner sadistischen Persönlichkeitsstörung in Kombination mit Psychopathie bereits in früher Jugend abzuzeichnen. Als Sohn einer Arbeiterfamilie in Trinidad geboren, träumte er von unermesslichem Reichtum. Er war ein zwanghafter Lügner, ungehorsam und niederträchtig. Aufgrund seiner Streitsucht und zahlreiche Diebstähle wurde er trotz seiner Intelligenz der Schule verwiesen. In den USA verpflichtete er sich bei der Navy. Er begann Autos zu stehlen, unter anderem das seines Sergeant, den er, um einer Verhaftung zu entgehen, erstach. Obwohl er unter Verdacht stand, war eine Festnahme wegen Mangels an Beweisen nicht möglich. Pierre und ein Komplize überfielen daraufhin einen Hi-Fi-Laden in Utah. Sie pöbelten Kunden an, das heißt High Fidelity, also heißt es Hi-Fi-Laden in Utah. Sie pöbelten Kunden an, fesselten sie und zwangen sie, ein Abflussreinigungsmittel zu trinken, was sofort Kehlkopf und Speiseröhre der Opfer verätzte. Er vergewaltigte eine der gefesselten Frauen und eröffnete anschließend das Feuer auf seine Geiseln. Drei Menschen starben. Einem Überlebenden stieß er einen Kugelschreiber ins Ohr, der dessen Kehlkopf durchstach. Der Mann überlebte auch dies, erholte sich jedoch nie mehr von diesem Trauma und starb wenige Jahre später. Was Komisarjewski anging, so war sein primäres Motiv Habgier. Auf den Gedanken der Vergewaltigung kam er erst im Nachhinein. Beide Täter waren in Familien groß geworden, in denen es keine Misshandlung gab. Ihre psychopathischen Züge scheinen somit in erster Linie genetisch bedingt. Jetzt bin ich bei 2.5.1. Sadistische Persönlichkeitsstörung und Psychopathie mit primär sexuellen Motiven. Die Verbrechen mancher sadistischer Psychopathen gehen primär auf sexuelle Motive zurück und weniger auf ihre Menschenverachtung oder Habgier. In Fällen, in denen sich antisoziales Verhalten auf sexuell-sadistische Handlungen beschränkt, insbesondere wenn es während dieser Handlung zu sexueller Erregung und Orgasmus kommt, spricht man von der Paraphilie
So. Jetzt haben wir hier wieder ein Wort, was ich nicht kenne. Ich gucke mal im Duden nach. Ich habe auch bis jetzt nicht verstanden, was ich in dem Kapitel vorgelesen habe. Paraphilie. Paraphimose, paraphil. An Paraphilie. An Paraphilie leidend. Paraphile. Paraphile. Person, die an Paraphilie leidet. Paraphilie. Paraphilien. Zwanghaftes Verhalten anderer Menschen durch Ausprägung anstößiger Wörter oder dergleichen sexuell zu belästigen. Okay, wieder was gelernt. Wenn also jemand in der U-Bahn anderen Wichsen schreit, dann hat der Paraphilie. Nochmal von vorne. Sadistische Persönlichkeitsstörung und Psychopathie mit primär sexuellen Motiven. Die Verbrechen mancher sadistischer Psychopathen gehen primär auf sexuelle Motive zurück und weniger auf ihre Menschenverachtung oder Habgier. In Fällen, in denen sich antisoziales Verhalten auf sexuelle sadistische Handlungen beschränkt, insbesondere wenn es während dieser Handlungen zu sexueller Erregung und Orgasmus kommt, spricht man von der Paraphilie des sexuellen Sadismus. Siehe Kapitel 30. Kann ich mich ja schon auf was freuen? Paraphile Störungen, Antisozialität und Sexualdelinquenz. Ja, da haben wir es noch. Einige betreffen auch andere Deliktbereiche, so zum Beispiel der frühere Kolonel der kanadischen Luftwaffe Russell Williams, der sich neben Vergewaltigung und Mord an mehreren Frauen auch des Einbruchs und Diebstahls von BHs und Unterwäsche von Mädchen schuldig machte, mit der er heimlich seinen Transvestismus auslebte. Und jetzt kommt Fritzl aus Österreich. Der Österreicher Josef Fritzl führte ebenfalls ein Doppelleben. Ein gut situierter Staatsbürger und ehemaliger Vergewaltigter, der seine Tochter Elisabeth 18 Jahre lang in einem Bunker unter seinem Haus festhielt und dort 7 Kinder mit ihr zeugte. Zusätzlich zu den 7, die er mit seiner Ehefrau hatte. Fritzl drohte Elisabeth mit ihrem und ihren Untergrundkindern, sie mit einem Stromschlag zu töten oder zu vergasen, sollten sie versuchen zu fliehen. Er hat bestimmt Kassettberichte gelesen. Menschen sollen in Österreich schon mal öfter vorkommen. Menschen oben, die nach Elisabeth fragten, bekamen zu hören, sie sei weggelaufen und habe sich in einer religiösen Sekte angeschlossen. Die Paraphilien des schwedischen forensischen Pathologen Dr. Tate Harum betrafen sexuell motivierten Serienmord, Vampirismus, Kannibalismus und Nekrophilie.
Aufgrund seiner beruflichen Stellung war es ihm möglich, seine Verbrechen als Autopsien seiner weiblichen Mordopfer zu tarnen. Sadismus und Verderbtheit dieses Mannes schienen keine Grenzen zu kennen. Einem seiner Opfer, Katharina da Costa, sägte er vor den Augen seiner 5-jährigen Tochter den Kopf ab. Ariel Castro in Cleveland, Ohio, hielt 10 Jahre lang Frauen als Sexsklavinnen in seinem mit Brettern zugenagelten Haus fest, wo er sie schwängerte, schlug und die Treppen hinunterstieß, um Fehlgeburten auszulösen. In früheren Jahren hatte er bereits seine Ehefrau die Treppe hinuntergeworfen, als sie sich gerade von einer Gehirnoperation erholte. Hin und wieder kommt es bei sexuellen Psychopathen zu Suiziden, so auch bei Castro, als man ihn ins Gefängnis überführte. In Klammern, der Serienmörder Jack Unterweger in Österreich ist ein anderes Beispiel. Schon 2-mal Österreich. So ein kleines Land. Allerdings sind nicht Schuldgefühle für den Suizid verantwortlich, ein Gefühl, das einem Psychopathen fremd ist, sondern die Aussichtslosigkeit einer lebenslangen Gefängnisstrafe. Angenommen, die Verbrechen sexueller Psychopathen sind in erster Linie sexuell motiviert, so neigen sie auch zu einer ausgeprägten Ambivalenz gegenüber Frauen. In Klammern, oder wie im Falle von homosexuellen Sadisten wie Dahmer gegenüber Männern. Tiet Heyerm und Ariel Castro waren durchdrungen von Verachtung und Hass gegenüber den Frauen, zu denen sie sich sexuell hingezogen fühlten. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich von den Sadisten, die aus purem Hass handeln, ohne dass dabei sexuelle Empfindungen mit im Spiel wären. Einige Beispiele sollen dies im letzten Abschnitt illustrieren. Und jetzt kommen noch die Beispiele und dann ein Fazit. Ich glaube, obwohl die Uhr gleich klingelt, lese ich jetzt dieses Kapitel zu Ende. Sadistische Persönlichkeitsstörung in Verbindung mit Psychopathie. Hass als primär motivierende Kraft. Sadistischen Hass. Verbrechen, aber ohne sexuelle Motive vom Psychopathen können verschiedene Motive zugrunde liegen. Bigotterie, Neid, der Wunsch, jemanden loszuwerden, Habgier bis hin zu Erpressung. Auch hier sind die Täter überwiegend Männer. Fallbeispiel, Bigotterie. 1998 plante der vorbestrafte und rechtsextreme Rassist William King mit 2 ehemaligen Mithäftlingen die Entführung des schwarzen James Byrd. Unter dem Vorwand einer Mitfahrgelegenheit fesselten sie Byrd ans Heck ihres Trucks und schleiften ihn mehrere Meilen hinter sich her, bis sein Körper völlig zerfetzt und er enthauptet war. An seiner Verachtung und dem fehlenden Schuldbewusstsein änderte sich auch nichts, als die Todesstrafe verhängt wurde. Auf Fragen von Reportern nach den Gefühlen seines Opfers reagierte er mit einem Schwall von unflätigen Beschimpfungen. Fallbeispiel Neid. Gertrude Baniszewski, eine verbitterte geschiedene Frau, lebte mit ihrer Tochter in sehr bescheidenen Verhältnissen in Indiana. Als sie das 15-jährige Nachbarsmädchen Sylvia Likens während einer Abwesenheit ihrer Eltern in ihre Obhut nahm. Gertrude und ihre schwangere Tochter Paula waren extrem eifersüchtig auf die hübsche Sylvia. Gertrude startete eine wahre Offensive an körperlichen Misshandlungen und Folterungen. Sylvia wurde mit harten Gegenständen geschlagen
und der Lüge über andere Kinder bezichtigt. Es wurden ihr Brandwunden an den Armen zugefügt und sie wurde mit heißem Wasser verbrüht. Sie musste ihren eigenen Kot essen und ihren eigenen Urin trinken. Mit einer glühenden Nadel wurde ihr in den Bauch geritzt. Ich bin eine Hure und stolz darauf. Silvia wurde ans Bett gefesselt, wo sie an Unterernährung starb. Fallbeispiel. Wie gesagt, ich lese jetzt das Kapitel 2.5 zu Ende. Ich habe die Schnauze voll davon. Der Wunsch, jemanden loszuwerden. Jessica Schwarz stammte aus einer wohlhabenden Familie, in der Misshandlungen an der Tagesordnung waren. Ihre Schwester gegenüber verhielt sich Jessica ebenso streitsüchtig und missbräuchlich. Während sie ihre beiden leiblichen Töchter mit Nachsicht behandelte, war für ihren 10-jährigen Stiefsohn, ein Kind aus einer frühen Verbindung ihres zweiten Ehemannes, das Leben mit Jessica die Hölle auf Erden. Permanent beschimpfte sie den Jungen mit unflätigen Ausdrücken und schleuderte ihm »Ich hasse dich« entgegen. Er musste im Hof stehen und sagen »Ich bin böse, ich bin ein Lügner«. In der Schule musste er ein T-Shirt mit der Aufschrift »Ich bin ein Stück Scheiße, sprecht nicht mit mir« tragen. Ach, ist gar keinem aufgefallen, was mit dem Kind passiert ist. Andrew hatte sämtliche Küchenarbeiten zu erledigen und wenn er den Boden nicht zu ihrer Zufriedenheit wischte, musste er Kakerlaken und Hundekot essen. Jessica war abhängig von Craig, was sie noch gewalttätiger machte, ist auch keinem aufgefallen, als sie schon war. Sie klebte ein Klebeband über seinen Mund, sodass er nicht mit den Nachbarskindern reden konnte, ließ ihn nackt im Haus und draußen umhergehen. Ach, das Kind geht nackt nach draußen und ertränkte ihn schließlich im Pool hinter dem Haus, als er darum bat, seine leibliche Mutter sehen zu dürfen. Jessica wurde festgenommen und zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt. Vorher hatte man nichts für das Kind tun können. So. Sowas ist typisch, deckt sich mit dem, was ich in Schulen erlebt habe. Muss ich leider so sagen. Fallbeispiel Habgier und Erpressung. Die sadistische Psychopathie von Noel Dorbal scheint auf genetische Faktoren und Umwelteinflüsse gleichermaßen zurückzugehen. Seine Mutter aus Trinidad war 13, als sie ihn zur Welt brachte. Ihr Verhalten ihm gegenüber wechselte zwischen Vernachlässigung und Misshandlung. Bereits in seiner Jugend hatte er sich zum räuberischen Psychopathen entwickelt und war als Bodybuilder mit enormen Muskelkräften ausgestattet. In Miami tat er sich mit dem älteren Daniel Luke zusammen, einem Betrüger, der sich auf das Ausrauben reicher Männer spezialisiert hatte. Dorbal war der Vollstrecker. Sie lockten ihre Opfer mit vielversprechenden Investmentgeschäften, fesselten sie, um sie anschließend so lange körperlich zu quälen, bis sie die Geheimnummern ihrer Bankkonten und Kreditkarten preisgaben, zum Beispiel durch Brandwunden. Dorbals Aufgabe war es anschließend, den Männern die Finger abzuhacken und ihre Zähne mit einer Zange herauszureißen, um eine Identifizierung zu verhindern. Anschließend zeigte er seine Opfer, führte die Leichenteile in Ölkanister A50 Gallonen, die er in der Umgebung von Miami verteilte. Dorbal war durchaus einfallsreich. Als ich ihn im Todestrakt im Gefängnis von Florida für eine Discovery Channel Fernsehdokumentation interviewte, bestand er darauf, dass wir ihm einen Scheck über $1000 ausstellten, der für seine Tochter gedacht war.
Erst später entdeckten wir, dass Dorval keine Tochter hatte. Er hatte auch uns hereingelegt. So. Fazit. Das erstreckt sich über die Seite 40 und ein Stück auf Seite 41. Und dann bin ich zum Glück durch mit dem Kapitel. Obwohl die Beschreibungen antisozialer Persönlichkeitsstörungen in den verschiedenen Ausgaben des DSM bereits einen großen Bereich auf der Landkarte der Persönlichkeitsstörungen einnehmen, decken sie doch längst nicht das gesamte Spektrum dessen ab, was wir herkömmlicherweise unter antisozial verstehen. Obgleich die antisoziale Persönlichkeitsstörung mehrere Attribute dem Psychopathiekonzept entlehnt, ich weise nochmal darauf hin, Psychopathie ist keine psychische Störung, keine psychische Krankheit, es wird hier nicht aufgeführt. Gibt es doch Aspekte der Psychopathie, ob klinisch gesehen oder in Form von Gewalttätern oder Anzugträgern, die außerhalb der Grenzen der antisozialen Persönlichkeitsstörungen liegen. Das Verhalten sadistischer Personen verletzt definitiv soziale Regeln. Aber die Diagnose sadistischer Persönlichkeitsstörungen basiert auf Merkmalen, die sich weder mit der antisozialen Persönlichkeitsstörung noch mit Psychopathie überschneiden. Wenn wir also das gesamte weite Spektrum dessen erfassen wollen, was unter der Bezeichnung antisozial fallen könnte, sollten wir nicht nur Personen mit aufnehmen, die die Kriterien der antisozialen Persönlichkeitsstörung erfüllen, sondern auch solche, auf die nur wenige oder fast gar keine dieser Kriterien zutreffen, die aber eindeutig Anzeichen einer Psychopathie oder sadistischen Persönlichkeitsstörung oder beider Störungsbilder aufweisen. Auch sollten wir diejenigen im Blick behalten, die Drogen konsumieren. Wenn wir über eine drogeninduzierte verminderte Impulskontrolle, der Weg zu antisozialen, besonders gewalttätigen Verhalten geebnet wird, so, nochmal. Auch sollten wir denjenigen im Blick behalten, die Drogen konsumieren. Und jetzt sind hier zwei Fälle aufgeführt. Der erste Fall ist, wenn über eine drogeninduzierte verminderte Impulskontrolle der Weg zu antisozialen, insbesondere gewalttätigen Verhalten geebnet wird. Und zweitens, wenn es zu antisozialen oder gewalttätigen Handlungen kommt, um den Drogenkonsum zu finanzieren, zum Beispiel Diebstahl, Raub, Erpressung. Auch wenn die prämorbide Persönlichkeit der Täter keine antisozialen oder psychopathischen Züge erkennen ließ. So. Sämtliche antisozialen Persönlichkeitstypen, insbesondere der psychopathische und der sadistische, finden sich bei Männern weitaus häufiger als bei Frauen. Wie Haare, Kug und Hart aufzeigen, ist die antisoziale Persönlichkeitsstörung dreimal so häufig wie die Psychopathie, während die Prävalenzrate der sadistischen Persönlichkeitsstörung gemäß der Definition im Anhang des DSM-3 zwar geringer als die der Psychopathie ist, innerhalb forensischer Populationen jedoch sehr variiert, je nachdem welcher Verbrechenstyp untersucht wird. Sadistische Persönlichkeitsstörungen bei Kindesmissbrauch betrugen in einer Studie 5%. Bei Vergewaltigern lag der Prozentsatz in einer anderen Studie höher, während er bei Serienmördern nahezu 100% betrug. Die Prozentzahlen dieser antisozialen Typen fallen höher aus, wenn bestimmte prädisponierende Faktoren gegeben sind. Genetische Konfigurationen in Verbindung mit geringer Empathie bei Kindern, Störungen des Sozialverhaltens, Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten sowie ADHS. Mütter mit Alkohol- oder Kokainabhängigkeit in den ersten 3 Lebensmonaten des Kindes, Gewalttätigkeit der Eltern, schwere Vernachlässigung durch die Mutter, Abwesenheit des Vaters, geringer sozioökonomischer Status etc.
Auch kulturelle Faktoren spielen eine Rolle, wenn etwa in bestimmten Subkulturen kleinere Kriminelle vergehen, zum Beispiel Taschendiebstahl, Stechbrennerei oder Betrügereien, eher toleriert werden oder ein kulturell unterstützender Machismo vorherrschend ist, zum Beispiel der gewalttätige Beweis der eigenen Männlichkeit die Norm darstellt. Was die Langzeitprognose von Antisozialität im Allgemeinen angeht, so gibt es beträchtliche Unterschiede. Antisoziale Persönlichkeitsstörungen, die ihren Anfang in der Adoleszenz nehmen, das heißt, die keine bösartig gefühllosen oder psychopathischen Wurzeln haben, können sich auswachsen oder anderweitig mit zunehmendem Alter an Intensität verlieren, wenn die 40 überschritten sind. Das Störungsbild der Psychopathie hingegen, insbesondere wenn sämtliche Kriterien erfüllt sind, wie ein Score von 30 oder höher in der Psychopathie-Checklist Revised in Europa 25 oder höher, verblasst selten im Laufe der Zeit. Der nicht gewalttätige Typus unter den Psychopathen wird allerdings ein höheres Alter als der Gewalttätige erreichen. Unter den gewalttätigen Psychopathen hat der sadistische Typus die schlechteste Prognose und oft eine verkürzte Lebensspanne. So. Das war's. Weiter geht's mit dem Kapitel 3: Kriminalität und antisoziales Verhalten der Mächtigen. Geschrieben von Hans-Jürgen Wirth. Ich kann mal nachgucken, wer das ist. Professor Dr. Leasock, Diplompsychologe Hans-Jürgen Wirth, Psychosozialverleih Qualtrotterstraße 10 in 3590 Gießen, hat da auch eine E-Mail-Adresse, also ein Auto aus dem Psychosozialverlag. Gut, dann wissen wir auch, wer das ist. So.